Also, ihr dürft mitspielen, Zwischenrufe sind in Ordnung, ja, also nur mal so einfach zur Struktur des Ganzen, ja. Und jetzt nochmal zur großen Weite und der Identifikation. Ich habe ja gesagt, ihr könnt euch mit einem Fußballverein identifizieren, ja, ist immer noch besser als mit einer Kriegspartei. Ihr dürft aber auch Heimat finden in einer stabilen Persönlichkeit. Und dieses ganze Ego-Bashing mal vergessen. Dieses Ich ist schlimm, die Festigkeit, dieses derselbe zu sein wie gestern, Prinzipien zu haben, Grenzen zu setzen, über die man nicht überschreiten soll, ein klares Nein zu sagen, so darfst du mit mir nicht umgehen. Wenn man Kinder erzieht, muss man Klarheit haben, muss man sie in Klarheit bieten und nicht zu sagen, oh, Freiheit, ja, mach's wie du willst, komm nicht unter das Auto, aber mach's wie du willst. Es ist völlig in Ordnung, ein stabiles Ich, eine Persönlichkeit zu haben, auch wenn es in den spirituellen Szenen als Ego beschimpft wird. Und dasselbe gilt für Beziehungen, Paarbeziehungen oder welche Beziehungen auch immer, wie auch immer ihr die gestaltet. Politische Commitments, Treue zu einem Ort, zur Freundschaft, zu Kindern, zu einer Gesinnung, zu einer politischen Partei, von mir aus auch zu Schalke 04. Treue. Man darf treu sein. Und es ist nicht antispirituell. Das ist die Freiheit, ja. Dieses Sein, ganz in sich zu sein, jemand zu sein. Mein Gott, ich kenne so viele Spiris, die alle versuchen, niemand zu sein. Es gibt eine ganze Szene, die ist voll davon. Unser aktuelles Heft da draußen. Ja. Ja. Ach, aber ich bin ein schlechter Osho-Schüler. Ich bin in so vieler Hinsicht gescheitert, aber auch in der. Ja, also hier, ich preise hier gleich mein Heft und die Lektüre an. Da könnt ihr das sehen. Es gibt, jede Szene hat ihre Macken. Und ich befreie mich als Publizist, als Autor, als Redakteur dieser Szenen auch, indem ich diese Charaktere auf die Bühne bringe und mich selbst und zugleich meine Zielgruppe blamiere. Ja. Alles in einem Aufwasch. Ist einfacher, als wenn man die extra blamieren muss. Ja. Peinlichkeit ist ja gut. Das wisst ihr vielleicht noch nicht. Wer jetzt versucht, aus dem Ego rauszukommen und altruistisch zu sein? Versucht es jemand? Ja, okay, du wenigstens. Die anderen, die sind noch nicht so weit. Ich gebe dir einen Rat. Sei peinlich. Also haben die anderen was zu lachen. Ja? Gut, du erfreust die anderen. Und sozusagen kostenlos, ja? Ja? Also peinlich sein. Es fühlt sich gut an auch, weil man weiß, es passiert ja immer irgendwas, ob das jetzt hier das offen steht oder ich mich schlecht vorbereitet bin heute oder jetzt habe ich ein Beziehungskabarett angekündigt. Wie soll denn einer ein Paarungskabarett hier als Einzelner machen? Enttäuschung, es ist peinlich. Aber peinlich zu sein ist gut. Die Leute freuen sich, weil sie sehen, wie sich jemand auf der Bühne blamiert. Und dass es Ihnen nicht passiert ist, euch ist es nicht passiert, wie ich mich hier blamiere. Ich habe euch einen Gefallen getan. Echter Altruismus. Ja. Also wenn ihr mal nicht wisst, wie man Gutes tun kann, jetzt das Herz sucht ja danach, seid peinlich. Ja. Ja, also wir gehen jetzt mal zurück zur Beziehung, weil jetzt geht es ja um Liebe. Also Liebe, wir sind im Ego-Gefängnis, das haben wir gerade schon gehört. Und da draußen ist die große Weite, der Ozean. Und ich bin der Tropfen, der sich danach sehnt. Und ich kann diesen Stuhl lieben und mit ihm verschmelzen. Das hatten wir eben schon, dieses Mikrofon. Das auch Safe Talking, ein Verhüterlied drauf hat. Ja. Das ist, ich kann mit allem verschmelzen und eins werden.
Dann ist mein Herz auch mal recht, das passt dann schon. Das, ich lebe ja in der Wirklichkeit, die ich mir selber kreiere. Warum soll ich mir nicht rechts ein Herz kreieren, wo jetzt das Mikrofon gerade hier ist? Das ist so, wir kreieren uns diese Wirklichkeit, die wir erleben selbst. Und ich erlebe mein Herz eben jetzt hier. Oder diese Liebe zu diesem Stuhl. Die spüre ich, wirklich. Meinen Traumpartner habe ich noch nicht richtig gefunden, aber meinen Traumstuhl schon. Der Stuhl und ich, wir werden gemeinsam in den großen Ozean stürzen und uns auflösen. Ich weiß nicht, ob das für einen Metallstuhl auch so leicht ist wie für mich, aber in Salzwasser rostet es, also in ein paar Generationen und dann ist vorbei. Das ist Mystik. Tatvam Asi, auch das bin ich. Und das alles. Und wenn ich ganz frei bin, dann kann ich mich daraus wieder lösen und sage, ich gehe jetzt eine neue Beziehung ein. Mit dem Stuhl ist jetzt zwischen mir und dem Stuhl ist jetzt vorbei. Ja. Man kann, Scheidung ist möglich, wechseln auf das Mikrofon. Also ich bin jetzt Polyamor. Die Beziehung zu dem Mikrofon, die behalte ich bei. Aber ich spüre, dass da zwischen uns jetzt was ist. Kannst du nicht? Ja.